Moin Moin. Moin Moin, auch von meiner Seite, liebe Thailand Community. Heute geht es mal wieder um das beliebte Thema Frauen, Thailand, Kennenlernen, Dating. Und zwar quatsche ich so über meine Frauen, die ich hier so in Thailand kennengelernt habe, wie das war, wie so meine Erfahrungen, meine Wahrnehmung waren. Und ja, eine habe ich hier schon mal. Das ist, warte mal, ist das hier die richtige? Ja, das ist die aktuelle. Das ist meine liebe May. Und aber die kennt ihr schon alle aus meinen Videos. Das ist auch so, die wird definitiv auch noch ein bisschen bleiben hier. Und ja, Spaß beiseite. Aber in diesem Video geht es, so jetzt wird es wieder laut draußen, weil wir Baustelle gerade draußen haben. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Heute geht es um die Ladies, die davor gewesen sind, was da so meine Erfahrungen waren und so weiter. Für die Leute, die es interessiert, dranbleiben. So, meine liebe Thailand-Community, die Mädels, die ich vor der Mai kennengelernt habe, so Richtung Beziehung, Beziehungsversuch, ja, wenn einer jetzt ganz viele Frauen erwartet, dann muss ich dich enttäuschen. Es waren auch nur zwei, grob gesehen. Dazu muss ich natürlich auch sagen, schaut mal, ich bin jetzt im September 2019 hier in Thailand gelandet. Seitdem befinde ich mich hier. Und im Ende Dezember Richtung Januar 2020, sprich ein paar wenige Monate später, haben wir uns auch schon kennengelernt. Und ich muss von vornherein auch sagen, ich war ja hier zuvor auch schon mal in Thailand, habe hier Urlaub gemacht. Ich bin aber ein Mann, der nie nach Thailand gekommen bin und Urlaub gemacht habe und auch nicht aus diesem Grund ausgewandert bin, mit diesem hauptsächlichen Gedanken, oh, ich will da hoffentlich definitiv eine tolle Frau fürs Leben kennenlernen. Wenn das dann natürlich passiert, ganz klare Geschichte. Ist das wundervoll, ne? Ich bin aber auch immer mal ein Mensch gewesen, der, wenn er aus einer Beziehung rausgeht, erstmal eine ganze Zeit für sich alleine bleiben möchte oder auch muss. Ich brauche das, ne? Das ist ja auch, ich bin ja vor einiger Zeit auch aus meiner Ehe raus und anschließend war ich auch fast 2 Jahre lang Single, weil ich persönlich habe immer die Wahrnehmung, Menschen, die aus einer Beziehung rauskommen und sich gleich in die nächste stürzen, ist ja häufig auch der Grund, weil sie nicht alleine sein können, was ich wichtig finde. Das gibt es ja sehr, sehr häufig, aber dadurch ist, klar kann das klappen, aber dadurch ist es meistens so, dass dadurch die neue Beziehung meist zum Scheitern verurteilt ist, weil ich finde immer, gerade wenn man aus einer Beziehung rauskommt, und jetzt werden viele sagen, oh, ich habe da mittendrin schon mit abgeschlossen. Das finde ich Blödsinn. Ich finde halt, man muss erstmal eine Zeit lang alleine sein, zu sich selbst finden, sein Leben erstmal wieder neu sortieren. Und wenn das alles passt und man mit sich selbst so ein bisschen, ich sag mal, innerlich aufgeräumt ist, dann finde ich, das habe ich auch mal das Gefühl, dann bin ich wieder bereit, ernsthaft mich auf eine neue Frau einzulassen. So, ja, wie gesagt, davor, wo ich hier mal in Urlaub gewesen bin, klar nimmt man Frauen wahr oder unterhält sich mal dieses oder jenes, aber ich bin hier nie gewesen quasi und habe eine Freundin oder eine Partnerin gehabt. Ne, weil, wie gesagt, deswegen bin ich auch ausgewandert. Mich hat halt das Neue interessiert, das Land. Thailand an sich, Buddhismus, der Kampfsport hier, die Natur, all diese ganzen Geschichten, das ist so das Neue, das Fremde, das Entdecken. Das ist natürlich so der Hauptgrund gewesen, warum ich nach Thailand, naja, ausgewandert ist natürlich auch so ein Thema für sich. Ich bin ja erstmal hierher gegangen und mit den Gedanken, okay, du gehst jetzt mal nach Thailand und lebst eine gewisse Zeit dafür. Ich bin nie, das habe ich ja schon häufig in unterschiedlichen Videos gesagt, ich bin jetzt nie nach Thailand gegangen mit den Gedanken, oh, du gehst jetzt nach Thailand und du bleibst für immer dort. Es war immer nur so ein, okay, du gehst mal, schaust dir das an, probierst es mal. Und naja, aus diesem Probieren sind jetzt mittlerweile weit über 2 Jahre geworden und mal gucken, wo die Reise hinführt. So, genug von dem Vorgebrabbel. Jetzt kommen wir zu dem Teil.
was natürlich auch die meisten interessiert, was für Frauen habe ich so hier in Thailand kennengelernt und wie habe ich das so wahrgenommen und erlebt. Vorweg muss ich auch sagen, ich bin noch nie ein Mensch gewesen, der so mit Discos, Bars, weggehen, trinken, Girls kennenlernen auf dieser Ebene. Das ist noch nie so, wirklich auch in Deutschland, meine Welt gewesen. Klar finde ich es mal cool, hier auch in Thailand mit ein, zwei Jungs abends wegzugehen, zwei, drei oder vier Bierchen zu trinken, eine Runde Billard zu spielen, aber dieses Weggehen, feiern, um Frauen kennenzulernen, vielleicht liegt das ja auch daran, die meisten wissen das ja, ich habe einige Zeit in Deutschland halt nebenberuflich auch an der Tür gearbeitet, an Clubs und vielleicht hat mich das so ein bisschen abgeschreckt oder keine Ahnung, aber ich bin immer schon so ein bisschen so gewesen. Deswegen die beiden Mädels, die vor Mai anwesend waren, die habe ich beide auch, wie Mai auch, im Internet bei, ja, die meisten wissen es ja, bei Tinder kennengelernt. Das ist ja mit einer der bekanntesten Dating-Apps auf der Welt. Ja, kommen wir zu Nummer 1. Die erste Dame, die ich kennengelernt hatte, das hat so zwei, drei Monate, naja, ich will nicht sagen gehalten, man hat sich so wahrgenommen und dann hat sich das auch wieder im Sand verlaufen. Die Dame, die war gar nicht so jung, die war aus meiner Wahrnehmung 38 Jahre alt, kam ursprünglich aus dem Norden von Thailand, aus der Gegend von Chiang Mai, bisschen südlich gelegen, ganz kleines Dorf. Die Mutter bzw. die Eltern, die haben mittlerweile aber auch schon in Bangkok gelebt und gearbeitet und sie hat auch in Bangkok gelebt, ganz gar nicht so weit weg von mir und hat in einem Hotel gearbeitet, also Zimmer sauber gemacht, gereinigt und so weiter. War eine sehr, sehr liebe Frau, konnte sehr, sehr gut kochen und wir haben uns auch ganz gut verstanden. Das Einzige, was so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen negativ war, es hat auch so seine Vorteile gehabt. Die Lady hat so gut wie kein Englisch gesprochen. Ne? Das hat den Nachteil gehabt, sie hat so, ja, versucht, immer bei Google geguckt, wenn sie mir irgendwas sagen wollte. Sie hat vielleicht ein, zwei Hände an Worten, Englisch im Kopf gehabt. Das war natürlich der Nachteil, dass man sich nicht so gut unterhalten konnte. Der Vorteil, Leute, war aber auch, dass ich in diesen drei Wochen, okay, ich bin in dieser Zeit nebenbei zur Sprachschule gegangen, das war auch noch was anderes. Aber ich habe in dieser kurzen Zeit am meisten Thai gelernt, wie woanders, wenn ich hier zurückdenke. Weil man sich natürlich mit der Dame austauschen möchte, auch was sagen möchte. Und dann ist man ja extrem dazu gezwungen, auf Thai zurückzugreifen. Das war so der einzigste Vorteil. Warum das jetzt nicht funktioniert hat, also sie war, wir haben uns gut verstanden, wir haben auch ganz gut harmoniert, aber im Endeffekt so diese Kommunikation war nicht sehr gut. Damit meine ich jetzt nicht ihr mangelndes Englisch und mein mangelndes Thai. Ein Beispiel zum Beispiel, um ein Beispiel mal aufzuführen, wir hatten uns am Wochenende verabredet und und auf einmal bekam ich eine Nachricht, sie hat dann immer in Englisch übersetzt und mir das so mitgeteilt, wie das wahrscheinlich dann häufig Thai-Ladies machen, wenn sie einen Foreigner kennenlernen. Ach du Frank, pass auf, meine Mama hat so ein bisschen Probleme, ich muss mich um meine Mama kümmern und mir geht es auch nicht so gut, lass uns das mal verschieben. Wo ich dann geantwortet habe, gar kein Problem, ist doch in Ordnung. Dann hoffe ich, deiner Mama geht es bald wieder besser und vielleicht nächstes Wochenende. Können wir ja gerne mal schauen. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Aber dann hatte ich am Wochenende darauf, wo wir uns sehen wollten, hatte ich dann halt so ein paar Probleme mit mir, quasi private Probleme. Und wir wollten uns eigentlich sehen und da habe ich gesagt, Mensch, das war spät abends, ich so, Mensch, mir geht es nicht so gut, ich habe ein paar viele Sachen im Kopf, können wir das vielleicht auf morgen verschieben? Und wo ich die Woche davor, ich sag mal, manche würden jetzt sagen verständnisvoll, aber aus meiner Wahrnehmung normal war,
hatte sie für mich überhaupt gar kein Verständnis, wo sie dann gesagt hat, oh, was ist denn mit dir los und willst du mich nicht sehen und dieses und jenes, und hat da echt kleines Drama gemacht, wo ich dann denke, Mädchen, bist du 15? Und ich sage mal, für mich so die Grundbasis einer Partnerschaft, einer Beziehung ist so einmal definitiv gegenseitiger Respekt, dass man sich gegenseitig respektiert. Und da hat es so am Verständnis gefehlt. Das ist häufiger vorgekommen in den kurzen 2-3 Wochen. Und da habe ich dann auch für mich gesagt, für mich ist es halt wichtig, so eine Partnerschaft so, am Anfang, in den ersten Tagen kann man das natürlich nicht so sehen oder sagen, aber wenn man dann etwas länger Zeit miteinander verbringt, ich muss diese Partnerschaft wahrnehmen und ich muss eine Zukunft sehen. Ne? Aber wenn ich dann in der Partnerschaft bin und da sind so Sachen, wo ich für mich selber sage, ich sehe da keine Zukunft, dann denke ich mir dann, was soll das noch? Und dann hat sich das halt im Sande verlaufen und das war dann auch in Ordnung so. Ne? Und ja, die zweite Lady, die ich kennengelernt habe, mit der war ich ja nicht ganz so eher so circa 2 Monate zusammen, auch im Internet kennengelernt, wie schon vorher erwähnt. Das war eine sehr, sehr junge Lady. Sie war sogar ein Jahr jünger im Vergleich zu Mai. Kam aus relativ gutem Elternhaus und die Eltern waren getrennt, aber die Mutter, die war irgendwo, hat bei der Regierung, bei so einer Regierungsinstitution gearbeitet in Bangkok, und sie hat auch noch studiert. Also wir haben uns auch nicht jeden zweiten Tag gesehen. Sie hat in Hua Hin studiert. Und das ist auch so gewesen. Wir haben uns auch sehr, sehr gut verstanden, aber das war ein Thema, gab es, das war halt noch schlimmer wie bei der ersten. Die erste konnte das auch nicht. Das ist ja auch ein Thema, wo ich gesagt habe, allgemein im anderen Video, das können Thai-Frauen nicht, weil sie es wahrscheinlich nicht so gewohnt sind von Haus aus. Sie konnte so über Emotionen oder was sie denkt oder was sie so empfindet, konnte sie überhaupt nicht reden und auch überhaupt nicht kommunizieren. Vielleicht mag das ja auch daran liegen, dass sie fast ohne Vater aufgewachsen ist, nur von der weiblichen Seite geprägt wurde. Keine Ahnung. Und anderes Thema war auch noch, viele kennen das ja wahrscheinlich auch, dass halt es in Thailand Frauen gibt. Für die ist das gar kein Problem, auch so vom Gesellschaftsstand, sich auf einen Ausländer einzulassen. Aber ich habe immer so die Wahrnehmung gehabt, von Mutterseite her oder auch vom Vaterseite her, dass die das nicht so akzeptiert hätten. Ich weiß es nicht, weil wir haben uns nie direkt darüber unterhalten. Ich wusste nur, diesen 2 Monaten hat sie nie der Mutter irgendwas von mir gesagt. Und ich habe das immer so mitbekommen. Wenn sie da bei mir war, dann hieß es wohl eher so Richtung Mutter, ja, ich bin bei der Freundin und so. Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen Grund gewesen. Und Und für mich noch ein zweiter Grund ist so gewesen, ist so, ja, ich denke mal, man lernt eine Frau kennen mit einem gewissen Altersunterschied. Und ich denke mal, hier in Thailand ist es genauso wie in Deutschland ist. Man lernt Menschen kennen, die sind 30, 40. Man denkt aber, die sind irgendwie vom Kopf her, vom Denken und von der Zielsetzung im Leben irgendwie noch 30, 13 oder 14 oder 15. Ne? So überhaupt gar nicht, damit meine ich nicht dieses Thai-Kindliche, aber überhaupt gar nicht reif oder erwachsen. Ne? Und dann gibt es auch Menschen, die lernt man kennen, die sind Anfang 20 und die sind schon sehr reif, teilweise auch weise und sehr vernünftig im Kopf. Und sie war halt sehr jung und auch noch sehr, sehr jung vom Verhalten und im Kopf. Und bei Mai zum Beispiel ist es genau umgedreht. Also sie ist ja auch noch relativ jung, aber sie ist schon sehr, finde ich, und das ist mir auch immer ganz wichtig gewesen, sonst würde es mit uns auch nicht funktionieren, sie ist sehr
Erwachsenenkopf. Und sie hat auch so eine Einstellung im Leben. Sie weiß, was sie will. Sie weiß, was sie erreichen will. Sie weiß, wo sie hin möchte. Sie weiß ungefähr, wie die Zukunft aussehen muss bei ihr. Und das war bei der anderen Lady definitiv nicht der Fall. Und da sind wir auch kurz, bevor wir uns getrennt sind, haben wir ein paar gemeinsame Tage Urlaub gemacht. Ne, das war so, wir waren zusammen in Phuket. Und das war eine schöne Zeit, aber danach war die Stimmung irgendwie im Keller von ihrer Seite her und sie wollte nicht drüber reden und dann hat mir das auch gereicht und da war es dann auch wie bei der ersten Geschichte im Endeffekt, dass ich mir dann selber gesagt habe, wo soll ich damit hin? Ne, was hat das quasi für eine Zukunft? Und ich bin auch kein Mensch, der ewig lange an irgendwas festhält. Wie schon am Anfang des Videos erwähnt, wenn ich da keine Perspektive, wenn ich keine Zukunft sehe, weil das ist für mich, Leute, das ist so Zeitverschwendung. Ne? Und wenn man sich dann mit diesen Personen beschäftigt und denen doch noch Nährwert gibt und Chancen gibt, dann verwehrt man sich ja quasi für andere Möglichkeiten, die vielleicht besser wären. So, ein bisschen komisch ausgedrückt ist aber so. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ne? Wie gesagt, ich habe ja nicht viele Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, das waren die einzigen beiden Ladies, die ich so an meiner Seite so ein bisschen hatte hier vor der Mai. Was auch noch erwähnenswert war, ich meine bei der zweiten definitiv nicht. Die kam aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus, als wir da auf Phuket waren. Die hat auch, ich habe dann zum Beispiel den Urlaub, den Flug von Bangkok und das Hotel bezahlt. Und alles, was wir da so gemacht haben, Essen, hat sie alles übernommen. Und auch die erste Dame, die ich kennengelernt habe, obwohl die nur so einen kleinen Job im Hotel hatte, zum Zimmerreinigen, die ist zu mir nach Hause gekommen, die hat gekocht, Lebensmittel gekauft, Essen für mich eingekauft. Also ich habe jetzt nie irgendwie den Eindruck gehabt, Mensch, ich lerne da den Verlangen kennen und ihr wisst, was ich meine. Also das ist so, jedes Mal, wenn ich halt jemanden kennengelernt habe, hatte ich dieses Gefühl nicht. Ganz klar, wie gesagt, aber das soll nicht Thema dieses Videos sein, ganz klar, wenn eine Frau hier einen Ausländer kennenlernt, möchte sie keinen Mann, aber das ist ja in Deutschland ähnlich, keinen Mann kennenlernen, der einen bedürftigen Status hat. Ne? Aber das ist ja auch quasi hier in Thailand nicht möglich. Das ist ja immer ganz lustig, wenn ich immer Kommentare unter meine Videos bekomme. Du, wenn du keine Kohle mehr hast, dann ist die auch nicht mehr an deiner Seite. Wo ich dann manchmal, wie gesagt, auf so eine Kommentare gehe ich gar nicht drauf ein. Aber wo ich dann manchmal antworten möchte, du, wenn ich keine Kohle mehr habe, bin ich gar nicht mehr hier. Ne? Das ist ja auch so. Ne? Weil Ausländer hier in Thailand oder als Besucher, Gast oder hier leben, ohne Einkommen oder Rente oder irgendein regelmäßiges Einkommen, aus welcher Richtung auch immer, hier gar kein Leben und auch Überleben möglich ist. So, das war's zu dem Thema über die Ladies, die ich hier so in Thailand kennengelernt habe, wahrgenommen habe. Klar bin ich auch mal mit einem Kumpel ein paar Mal in Bangkok, als das sogenannte Corolla-Thema noch gar kein Thema war, auch mal ein Bierchen in der Bar trinken gegangen. Klar wird man da auch von Frauen angesprochen, aber wie schon gesagt, das ist nicht so meine Welt und da stehe ich auch nicht so drauf und ich mag das auch nicht so, wenn mich irgendwelche Frauen ansprechen und mich so als Einnahmequelle sehen. So, das ist ja auch jetzt nicht böse gemeint, weil im Endeffekt die Frauen leben davon, das ist ja auch in Ordnung, dass die halt mit Menschen da flirten, was trinken und reden und das ist ja auch, hat ja auch alles seine Relevanz, aber meine Welt, wie schon am Anfang des Videos gesagt, ist es noch nie gewesen. So, jetzt, Kida, you can come, say goodbye, I'm finished with my video. Ja, so, das war's von diesem besonderen Thema mal wieder aus Thailand. So, wir haben es Mittwoch, heute ist glaube ich der, Mittwoch, today 22, ne? Yes. Ja, 22, ne? 2 Tage bis Weihnachten, Leute. Wir melden uns definitiv nochmal zu Weihnachten. Meine liebe Thailand-Community,
Peace, Love and La Bella. Rock and Roll. Fein. Bis zum nächsten Mal auf den Channel von Sunny Thailand. Dicken Daumen da lassen, vorausgesetzt das Video hat euch gefallen. Channel abonnieren, vorausgesetzt ihr wollt keine weiteren Videos von uns beiden hier verpassen. Ciao. So, macht's gut. Macht's gut. Yes. Bye.